Und da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Das letzte Mal hatten wir hier eingekauft. Dann bleibt uns eigentlich nicht viel übrig, außer die Hauptstory ein bisschen voranzutreiben. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht tun, denn wir sind immer noch ein bisschen schwach auf der Brust mit Rang 2. Haben noch keine richtigen Fähigkeiten. Muss ich mal sehen, ob ich da jetzt schon weitermache. Haben einen Schreckenspfeil. Ich sehe ihn aber noch nicht. Wo ist er denn? Einen tollen Hasen getroffen. Super. Hat ja super geklappt. Na, mit einem Schuss besiegt. Sehr gut. Ich mag den Waldläufer. Er ist schön stark. Mit seinem Bogen. So ein Langbogen ist es ja. Und der knockt die ganzen Gegner down. Weil er eben so mächtig ist. Die haben wir auch schon geöffnet. Dolche sind auch schön. Eine Möhre. Müssen wir noch die Goblins hier unten? Hallali! Ah, schon sind wir in Stufe 3. Das ist schön. Das ist schön. Stufe 3 ist schon mal schön. Nicht ganz das, was ich haben will. Ich will natürlich noch stärker werden, viel, viel stärker, aber Stufe 3 ist schon ganz okay. Die Truhe hatten wir geöffnet, die da hinten dann auch. Ja, dann gehen wir erstmal ins Lager. Gucken mal, ob es neue Skills gibt für uns, die wir schon lernen können. Renard hat auch noch nichts Neues. Da hinten am Anschlagbrett ist auch nichts Neues. Dann du, mein Freund. Fähigkeiten erlernen. Wurf und Zünden. Nö. Oh, hier haben wir schön viele neue Sachen. Der sechsfache Pfeil. Der ist gut. Der Todespfeil nehmen wir auch mit. Fußfessel nicht. Und dann haben wir schon alles ausgegeben, was wir uns holen können. Leider, das war's schon. Schade. Du kannst noch das holen und nichts weiter. Haben wir noch die dunkle Gunst? Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber man kann sie ja dabei haben. Viel kann ändern, auf jeden Fall. Bei mir, nein, nicht bei hier, sondern hier der sechsfache. Machen wir mal hier oben hin. Hier kommt der Todesfall hin. Oder, nee, den Todesfall machen wir hier hin und die Heptade dahin. Hier haben wir immer noch nichts gekauft, nö. Hier haben wir auch nichts gekauft, außer die. Ah, ne, den Blitzring haben wir gekauft, ja, genau. Gunst des Eises lassen wir. Weil ich weiß, gegen wen wir gerade gleich kämpfen werden. Das ist der Todesfall, alles klar. Das ist ein sechsfacher Fall, gut, kriegen wir hin. So. Mercedes. Hauptstory. I am Mercedes. Ja, I'm das a weiß member of ich. the enlistment corps. I've heard talk of the Orisen. They say you hold dominion over the pawns. Ich finde ihren Akzent, diesen französischen Akzent, irgendwie cool. I've ordered pawns to take up swords and fight myself. But I cannot call them into this world as you do, though, nor make traveling companions of them. Nee, das können nur wir, weil wir der Weckte sind. What manner of magic lets you command them so?
der Weckte, hatte ich gerade gesagt. Hörst du mir überhaupt zu, was ich sage? Ja, wir rasten mal. Zwischensequenz. Irgendwas ist im Gange. Alle rennen weg. Oha. Niedlich. Oh, es ist nicht nur einer. Ja, das ist eine Hydra. Wir kämpfen jetzt gegen sie. Oh, da habe ich verpasst. Verdammt. Ja, wir sollen einen Kopf angreifen. Machen wir schon. Immer denselben Kopf angreifen. Na, jetzt macht die da ringsrum. Können wir ein bisschen unsere Ausdauer wiederholen. Ups. Na. Oh Mist. Es könnte sein, dass wir gleich sterben. Schaffe ich's noch? Boah, ganz knapp. Man darf da nicht von der Schlange gefressen werden, das ist ganz böse. Logisch. Wir klettern hier einfach mal hoch. Und das war's schon. Ja, schon. Hat ein bisschen gedauert schon. Und dasselbe Zeichen wie bei dem Zyklopen. Zufall? Nee, ich glaube nicht. I am impressed. Oh, damn! Is your handiwork? For truth? Oh, what did the lack of an idol doing here anyway? Ancient tales of the Arisen are well and good, friend. But make a gift of these heads to the Duke. And you might earn yourself a real title. Arisen. I see better now from whence the legends arose. The judgment, swift footwork. Impressive, truly. In any case, the Duke will want to know of this attack. I'd hoped to gather a larger force before leaving for the capital. But a Hydra's head and the Arisen who claimed it make up the difference amply. I cannot say what the pass may hold. You will need your strength. It will be slow going with a cart. I dare say you'll have no trouble catching up. We'll meet at the Way Castle. Till then, I bid you rest well. It is a long road ahead. Ach, so lang auch wieder nicht. Prima ist hin. Stufe 15. Düp-dü-dü. So, da haben wir gegen die Hydra geimpft. War doch schon mal schön. Wenn wir jetzt weitergehen zur Wegeburg, da waren wir übrigens noch gar nicht, geht's da raus zu dem Tor. Wenn man aber jetzt die Hauptstory einfach so schnurgerade verfolgt, verpasst man eine wichtige Nebenquest. Und zwar hier. Creature. I saw it from my spot at the post. What? It's been dispatched then? Thank the Maker. Hold a moment. Is Kina not with you? She was said to lead the village in search of art for your wounds. I thought you accompanied her.
These are dark times for a girl alone in the wilds. Any idea where she might be off to? Well, ja, wir wissen, wo sie ist. Achso, wir müssen erst im Dorf fragen, wo sie ist, obwohl ich schon weiß. Alles klar. Kina ist die Frau mit den extrem langen Haaren, die wir auch schon am Anfang nach dem Tutorial gesehen haben, die uns verpflegt hat, die unsere Wunde geheilt hat und so weiter, die mit dem Dorfältesten geredet hat, von wegen, ja, wir leben doch, obwohl unser Herz stillsteht. Das ist Kina. Was die genau ist, weiß ich nicht wirklich, ob das unsere Schwester ist, ob das unsere Frau ist, Freundin, Lebensabschnittsgefährtin, wie auch immer. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall müssen wir sie suchen, denn sie wollte sich eigentlich mit uns treffen, ist aber nie bei uns angekommen. Komisch. Dorfältester, wo ist sie hin? Ich will da nicht hin. She's gone there for true. I beg of you, find Kina and see her back safely, ere some ill befalls her. Ich würde eigentlich nicht hin in den Witchwood, den Hexenwald. Gib mir deine Angel. Du hast auch neue Quests. Hier sind auch neue Quests. Ach, das geht noch. Ich dachte schon wieder Escort. Hier kommen nämlich auch ab und zu Escort-Missionen. Das ist nervig. Du hast noch eine Quest. Oi, good fisher. I have a favor to ask if you have the time to listen. It is a matter of warding the village from crime. I would ask for help. Den Dieb finden. I knew I could rely on you. Truth be told, a crime has already come. A thief cousin. He strikes the same spots each time. Geraldo's grocery and Estella's apothecary have suffered, as I have. The rat steals in at night and pinches the food and vital stores we've gathered for times of need. A skilled wretch, too, and well crafty. There is a strict order to his thieving. I've spoken with the others, and we've agreed upon a plan to catch our rat. They are none too pleased at this violation and eager to be quit of it. Best you go and speak with them. Come and find me after. I will explain the plan. Ja, ein Dieb treibt hier sein Unwissen im Dorf und wir müssen ihn aufspüren und fangen. Und dazu müssen wir erstmal mit den Leuten reden hier. So. Dann reden wir mit dir, glaube ich. Nö. Doch nicht. Mit dir auch nicht. Gut, machen wir doch die Quest. Mensch. Gebetener Gast. So. Hä? Hier wird gar nichts angezeigt. Müsste hier nicht angezeigt werden, wo der Typ ist? Ja, ich weiß, dass ich mit den Opfern reden muss, aber ich finde das Opfer nicht. Wo bist du denn? Ist der in der Taverne am Saufen oder wie? Mann. Nö, auch nicht. Ach, du hast noch. Ups. Gib mir dein Tablett. Dankeschön. Nö. Auch nicht. Sag mal. Das ist jetzt nicht so schön. Kann man mit dir schon wieder reden, ja? Pray, speak with me once you finish preparations for tonight. What can I do you for? Take care now. Können wir schon? Pray, speak with me once. What can I do you for? Take care now. Wir müssen immer noch mit den Opfern reden. Ich weiß, dass es noch ein Opfer gibt. Du bist es nicht. Nee, du bist es nicht. Es war ein Mann. So viel weiß ich auch noch. Oh, hier gibt es noch was zum Mitnehmen. Dankeschön. Hier ist noch ein Fisch.
Hier ist nichts, nö. Wo ist er denn? Auch mit der Kirche? Ach, diese Suchaktion hier. Die Dorfkirche, nö, hier ist auch niemand. Niemand ist da. Niemand. Wenn ich runterfallen. Oh, Schwein gehabt. Meine Fresse, hast du ein Schwein gehabt. Such mal ihn halt von oben. Mal sehen, ob wir irgendwo ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen. Oder, nein, ein Fragezeichen war schon richtig, Quatsch. Ein Fragezeichen finden. Hier rüber. Aber das sieht nicht danach aus. Ist er denn? Mensch, kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass der Innkeeper sagt, wir müssen ihn in der Nacht treffen, aber das bringt nichts. Das hatte ich auch schon mal ausprobiert. Ist er unten am Strand? Irgendwo muss er doch sein. Nee, auch nicht. Meine Fresse. Nö, nee, auch nicht. Ach, du hast hier noch. Ja. Ein Spachtel, ein Werktisch. Das brauchen wir. Sag mal. Da war hier unten irgendwo. Irgendwo hier so. Hier müsste der eigentlich sein. Aber hier ist er ja nicht. Und oben ist er auch nicht. Und es wird doch nicht angezeigt. Oh, ist das doof. Ich höre nicht ewig herumsuchen jetzt nach dem Typen. Manno! Was ist denn hier drinne? Nein. Na, lass mich. Nö. Ich war da wahnsinnig hier. Ich weiß doch, dass es da noch Typen gibt. Ah, hier oben ist er doch auch nicht. Das ist nur das kleine Haus und hier oben ist der... Das Zimmer oder das Haus vom Ältesten. Ja, das ist es. Hier liegt immer noch ein Verletzter. Und hier ist auch nichts. Nö. Jetzt habe ich das oben vergessen. Ach, egal. Ist auch nicht so wichtig. Da sind noch drei Truhen gewesen, aber auch nicht mit besonderem Zeug drin. Alles nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Hm. Schon doof. Bin ich überhaupt nicht. Laber kein Scheiß. Aus dem Weg, ich bin stinkig. Du hast zu der Quest ja auch nichts weiter zu sagen. Du auch nicht. Mann. Doof. Das ist doof. Hm. Naja. Lassen wir die Quest erstmal, oder? Sprich mit den Opfern. Ja, ja. Ja, ja. Ist richtig. Ist ja richtig. Ist er nicht hier oben? Nö. Du hast ja nichts zu sagen. Wollen wir dir Geld abstauben? Nö, können wir noch nicht. Wie sieht's im Inventar aus? Hier haben wir jetzt was Neues. Hier? Ah, da haben wir. Alles mögliche gammelige Zeug. Das ist schön. Pride, what can I do you for? As you will. Den Fisch lagern wir ein, damit er nicht verdirbt. Die Äpfel lagern wir ein. Eigentlich kriegen wir alles einlagern. Damit das nicht weiter verdirbt.
Das ist alles klar. Das ist alles ein bisschen leichter. Das ist schön. Da ist er. Na, endlich. Meine Fresse. Gott verdammt, was hast du dich denn rumgetrieben? Such villainy could be found in Cassadis, had I not been a victim myself. The scoundrel even uncovered my hidden stores. I told no one of them. Tis clear the felon is no common cut purse, but a thief of considerable skill. Blabla, lass mich jetzt in Ruhe, ich bin immer noch stinkig. Hat er sich denn versteckt, verdammt? In seinem geheimen Lager oder was? Ready, are you? Then I'll explain. He's fierce and fleet of foot, dashing about the village as he goes about his business. When the thief arrives, you'll give chase, good Fisher. And we'll have those pawns of yours keep watch outside the village. With luck, you'll catch him with ease, and before he can pinch any more of our wares. Well, questions, cousin? Nö, alles gut. Machen wir es jetzt, oder was? Done with your preparations, good Fisher? Ja. It's time yet. Or are you ready to rest until night? Nö, wir sind bereit. Alles gut. Our plan begins with night's fall. Das ziehen wir jetzt noch durch. Elsewhere. You head that way, good Fisher. Wir fangen den jetzt noch, es dauert nicht ewig. Es ist nämlich nachts und sieht man ihn schon? Ja, da läuft er schon. Das war jetzt nicht so schwer, oder? Na, komm her. Ah, so kriegen wir nicht. Ach Gott, verdammt. Na, oh, komm her. Komm her, du dämlicher. Na. Oh, Mist. Ach. Kriegen wir den so? Verdammt! Oh, ich treffe ihn nicht! Und da rennt er mal weg! Komm jetzt her! Verdammt! Ich hab gesagt, es dauert nicht lange! Ey, es kann doch nicht wahr sein! Spring jetzt runter! Gott, verdammt! Ey! Ich fass es nicht, ich fass es einfach nicht! Wo ist er jetzt lang gerannt? Da hoch, oder? Oh. Ne, so kriegen wir nicht. Wir rennen ihm entgegen. Warten hier auf ihn. Von da oben kommt er runter. Müsste er. Irgendwann. Vielleicht. Da ist er. Jetzt aber. Ja, ne, endlich. Mein Gott. Hat aber gedauert. Fine work last night, good Fisher. What's more, the rat you caught has a loose tongue. He spoke of the company he keeps. A band of thieves that style themselves the Iron Hammer. They've taken a stronghold in the south for their home. Seems they eat well on the goods they pinch from the merchants walking the nearby roads. If you cause to head south, pray keep watch for their ilk. Ja, da haben wir den Auftrag auch erfüllt. Hat jetzt etwas länger gedauert als gedacht, aber naja, was soll's. Und damit verabschiede ich mich erstmal. In der nächsten Folge gehen wir in den Hexenwald, in den Witchwood. Und suchen dann nach China. Also, bis zum nächsten Mal.